Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Risky mit mir, den HeroCrafter, aka Max, aka alleine, weil schon wieder keiner dabei ist. Hallo? Ist hier jemand? Keiner da. Heute, Leute, baue ich meine Karotten ab. Was war das? Soll ich hier Glas hinmachen? Oder soll ich hier kein Glas hinmachen? Ist das etwa Lukas? Lukas? Vor die Toten erwacht. Du bist schon wieder da? Ich finde dieses Fischnetz nicht. Ich habe ein Dorf gefunden. Ah, jetzt wissen wir, warum Lukas in der letzten Folge nicht dabei war. Er war Fichtenholz suchen. Ich suche Wasser. Er sucht ich habe dafür ein Dorf gefunden. Hast du ein Dorf gefunden? Ja. Hey, what the fuck? Ich weiß aber nicht, ob das gleich ist, was wir schon haben. Ich geh gucken. Ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass ich kein Fichtenholz benutzen darf. Ich glaube auch. Ich glaube, das liegt daran, Lukas. Lukas, wie geht's dir? Was machst du wieder hier? Warum bist du wieder hier? Ich will wieder gehen. Was? Okay, tschüss. Ich habe gesagt, was? Also, ich hab tschüss. Alter, weißt du. Hier waren wir schon in dem Dorf, okay. Alter, er ist einfach wieder da, Leute. Der einzig wahre Chaos Silver. Nein, Spaß. Der Chaos Silver ist wieder da. Oh, das ist der Ghost Schnee. Sucht es euch aus. Leute, ich muss ein wichtiges Thema anquatschen. Ich weiß, hat nichts mit Minecraft Risky zu tun. Aber es ist wichtig anzuquatschen. Es gibt in Fortnite Futurama Skins. Ja, ihr habt richtig gehört. Es war wichtig. Ich wollte es einfach nur mal anquatschen. Holt euch die. Oh, Fischstolz. Das müsst ihr nicht holen. Könnt ihr aber. Müsst ihr aber nicht. Such du jetzt alle Fichtenholz. Und gib mir euer Fichtenholz. Echt jetzt? Ja. Und was ist mit jetzt alle hier Fichtenholz geben. Wie damals, als damals noch damals hieß? Ja. Soll ich das wissen? Ich mach denn hier so ein Dach. Lukas, ich mach hier voll die Bude, Alter. Ja, ich kann meine Bude nicht fertig machen ohne Fichtenholz. Echt? Was für ein Haus hast du? Ja. Ein Fichtenhaus? Fichtenholzhaus. By the way, Leute, letzte Folge mit Freunden und Freundinnen kam sehr gut bei euch an. Nochmal schöne Grüße an Freunde und Freundinnen, beziehungsweise an euch, Leute. Schöne Grüße von Freunden und Freundinnen. War das richtig so? Ja. Sieht doch so voller Angst, dass sie gleich mit der Bratpfanne die jetzt überziehen. Wollte sie, die hat die Bratpfanne schon in der Hand. Oh oh. Ich sehe sie. Hat die aus Papier? Bratpfanne? Ja, aber Leute, ich muss den Leuten das jetzt zeigen, Lukas. Soll ich das den Leuten zeigen mit dem halben Block? Also, hast du das nicht schon? Leute, hier konnte man früher nicht durch. Das ist so weltbewegend. Es ist so weltbewegend. Ihr seid echt. Ja. Irgendwie schon, oder? Man Boote jetzt ohne Schaufel machen kann. Hm? Ja, so wie man Boote jetzt ohne Schafe machen kann. Ohne Schafe, ja. Ja, okay. Ohne Schaufel! Ohne Schafe. Ich lieb's. Glaub mir, es wird euch bestimmt noch öfters passieren. Ohne Schafe? Bestimmt. Ja. Sowas zum Beispiel. Ihr könntet zum Beispiel. Glaube ich, noch öfters passieren. Hm? Sowas wird noch öfters passieren, glaube ich. Ist nicht so schlimm. Oh mein Gott, was kann ich denn hier so machen? Dann kann ich das so machen, dann sieht das aus wie so ein Haus. Also ist ein Haus, aber es sieht jetzt noch mehr nach aus. Das sieht auch wie ein Haus. Man, lass mich. Ich hätte diesen Fichtenwald nicht. Alter. Ohne Scheiß, Lukas, was war so in dem Fichtenholzwald, den du immer noch suchst, so verschollen? Was gab's da? Ganz viel Holz, was ich brauche. Und da war ein Schatz vergraben. Und hast du den Schatz gefunden? Nein. Das ist nicht gut. Ich musste so einen komischen Menschen, der so Gummiarme haben, bekämpfen und dann bin ich weggerannt. Hallo? Hallo? Das war ich?
Hm? Oh. Schon wieder. Ich habe mein Dach, Leute. Jetzt fehlt nur noch das Glas und dann kann ich endlich schlafen. Wer ist schon wieder gegeneinander gekämpft, ey? Ey, Alter. Ich hatte voll Angst, ey. Der hat seine Arme so komisch auseinander bewegt und wubbel, wubbel, wubbel gemacht und dann bin ich weggerannt. Dann hat er ganz laut gerufen, kum, kum. Ja. Nice Geschichte. Momentan im Anime geht's richtig krass ab, Alter. Das ist, ja, One Piece immer. Weißt du, wie oft ich ihn schon seit Jahren bekehre? Es ist halt echt, es ist traurig, dass ich echt sagen muss, also seit Jahren. Es stimmt halt wirklich, seit Jahren muss ich ihn bekehren. Es stimmt. Musst du schon sagen, Lukas. Seit 2018 oder so. Locker seit 2017 oder 2018. Aber komischerweise habe ich sogar eher geschafft, dich zu Naruto zu überreden. Ich habe da Naruto geguckt, das stimmt. Aber irgendwie ist Lukas richtig egoistisch und guckt King One Piece. Er ist richtig egoist. Muss ich fragen, ist egoist. Das Problem ist halt, irgendwie finde ich immer so Sachen, die ich jetzt. Egoist, sag ich doch. 1:1. Nein, Spaß. Aber meine andere Frage: Kennst du die Netflix-Serie Heartstopper? Nein. Dann stelle ich die Frage mal an die Zuschauer: Kennt ihr jemand von euch Heartstopper? Was ist das? Um was geht's da? Ist das so Anime oder was? Nein. Kein gar nicht. Nicht? Also, es ist, sag mal, so eine Sache für mich am Ende. Wenn du verstehst, was ich meine, in die Richtung. Ach so, ja. Da geht es halt um zwei Typen und so ein Quatsch und alles. Und da kommt jetzt dann im August die zweite Staffel raus. Ich bin so ganz verzuft, denn ich würde die ganze Zeit gucken. Ich hatte mich gerade gefunden. Siehst du, du musstest einfach über die Serie reden. Alles gut. Die Frage ist, ja. Hast du bis heute Tote Mädchen Lügen nicht zu Ende geguckt? Ja. Ist krass, oder? Ist krass, oder? 4 Staffeln gab's. Ja. Hm. Das war krass. Das war krass. Muss man schon sagen. Ja, oh mein Gott, ich habe Glas. Hä, kann ich das nicht machen? Hä? Hä? Ach, man braucht nicht nur 6 Glas, sondern 8 Glas. Schmerzhaft. Was? Für rosa farbenes Gläschen. Achso, ja, du musst das Glas erst färben und dann kannst du dir Scheiben machen. Ja, soll ich schlafen gehen? Oder willst du, dass ich warte? Willst du, dass ich warte? Komm ruhig zu mir. Oh ne, ich bin weg. Renn! Long time! Making my way downtown, walking fast, time to see my fluffy dog. Wenn ihr jemals so einen Freund haben wollt, sucht euch keinen. Ich verspreche es euch, das wird nichts Gutes. Ich habe Justin und ihn an der Backe. Mama. Aua. Jetzt gleich. Lukas, bei diesen Schafe, ich glaube, die fühlen sich wohl bei dir. Ja, und hier ist ein Fuchs, der gerade alles umbringt. Oh mein Gott! Hörst du das? Es hat geknackt. Das war bestimmt mein Glas, was kaputt gegangen ist. Oh, wow. Leute, wer ist dafür, dass wir mal eine Special-Folge mit Justin machen? Oh nein. Und nochmal eine Special-Folge mit Freunden und Freundin. Also Freunde und Freundin ist okay, akzeptiere ich. Freunde und Freundin ist okay. Kein Justin. Aber Justin ist doch der beste Freund. Nein. Ich glaube, mir kommt Justin da rein. Ich bin ihn so lange oben, bis er Rage quittet. Der Rage quittet, wenn er dich sieht. Naja, der wird eh nie kommen. Das stimmt, außer du bist nicht dabei. Außer du kaufst in Minecraft. Das stimmt, Leute. Jemand kauft sich Minecraft. Dafür ist er viel zu deutsch. Dafür ist er viel zu deutsch, habe ich verstanden. Es tut mir leid. Ich dachte gerade, what? Der ist viel zu deutsch, Junge. Nee, der ist ein richtiger Mr. Kölzer. Mann, das stimmt. Justin, richtig, Mann, der hat sich letztens erst den Battle Pass gekauft in Fortnite. Obwohl die Season nur noch einen Monat geht. Es ist krass, wenn man überlegt, die Season ist ungefähr gestartet, wo wir mal eine Whisky-Folge aufgenommen haben und ich gesagt habe, weil es startet die Season. Achso, im Übrigen mal so eine Frage. Mhm.
Kann das sein, dass du mir auf Telonym eine Frage gestellt hast? Nein. Ich stelle keine Frage auf Telonym. Ich habe so eine App nicht mal. Ich habe wortwörtlich heute Mittag, Nachmittag irgendwann, von jemand anonym. Du siehst ja jetzt sogar tatsächlich, wenn die nicht von Computer generiert sind, die Fragen, da so einen kleinen. Menschen, ne? Ja. Ja. So. Und dann kriege ich ehrlich die Frage, ob ich Fortnite mag. Oh, magst du Fortnite? Ich einfach so, nö. Das ist unfreundlich, weißt du eigentlich? Fortnite hat dir das Leben geschenkt. Ich weiß noch damals, als wir mit Justin Fortnite gespielt haben. Oder PUBG, Alter. PUBG, weil wir können auch mal eine richtig lustige Folge PUBG spielen. Das wäre eigentlich auch mal lustig. Also, warum bin ich jetzt nicht dabei? Das wäre kein Problem, aber Fortnite nein. So eine. Oh ja, aber bei Fortnite bin ich komplett raus. Ja, weil du den Battle Pass uns kaufen müsstest, wa? Darum geht's, du Schweinehund. Nein, Spaß. Ja, dann muss ich Geld ausgeben und so. Für Skins. Ich habe noch nie Skins Geld ausgegeben. Du wärst sogar bei Rocket League noch dabei, ne? So. Rocket League hast du auch? Würdest du Game? Ja, das ist ein Epic Game. Müsste ich halt bloß wieder installieren. Also, wir müssen mal so eine Folge machen, Alter. Wo wir einfach so, wenn wir eine Runde verlieren, gleich nächstes Game oder so eine Folge müssen wir machen, Alter. So. Das wäre lustig, oder? Okay. Wenn wir mal eine Runde gewinnen und irgendwas, einer Erster ist egal, wer jetzt Erster ist, ob du, weil wir jetzt als Beispiel Block Drop hier in Hive spielen würden und du bist Quincy, das auch, aber verstehst du, wie ich meine? Ja. Das wäre eigentlich mal voll lustig, wäre eine gute Video-Idee, Alter. Irgendwann, Leute. Okay, ich habe mein Haus fertig gebaut, ich finde es ganz nice. Soweit, ich werde wahrscheinlich mal ein bisschen Einrichtung machen und sowas. Für mich ist meine Folge heute zu Ende und ihr könnt auch gerne mal bei Lukas vorbeigucken. Was wir noch anquatschen müssen, es tut uns leid, letzte Woche ist zwar nur meine Folge mit der Special-Folge gekommen, weil wir es zeitlich halt einfach nicht geschafft haben. Ist auch egal. Beziehungsweise, was heißt zeitlich nicht geschafft? Wir können aber ganz ehrlich sein, wir waren einfach zu bekloppt aufzunehmen und an dem Tag, als deine Folge rauskommen sollte, ist es dann uns aufgefallen und dann hingen wir da auf einen Scheiße. Wollten wir abends aufnehmen, haben es abends wieder komplett verpasst. Am nächsten Tag wäre, ich glaube, kurz vor 16 Uhr, wo meine Folge hätte kommen müssen, ist uns das dann, beziehungsweise ist dir dann mal aufgefallen. Das stimmt. Aber es ist trotzdem zeitlich. Wo war ich dann da? Arbeit. Erst auf Arbeit. In Minecraft. In der Minenschacht. Ja. Du darfst den Leuten noch nicht erzählen, dass du das Fichtenbiom nicht gefunden hast. Ich weiß, ich kann eigentlich seit 3 Jahren durch die Gegend, aber das soll ja keiner wissen. Ich wurde ja dazu gezwungen, heute zu farmen. Mieter. Okay. Machen wir unser Zuhause. Bei. Warte, ich schreib's in den Chat. Okay, Leute, dann sehen wir uns einfach dann bei der nächsten Folge, also beziehungsweise morgen dann bei Lukas in der Folge. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da, abonniert. Wenn es nicht knapp, aktiviert die Glocke, ist ihr kein weiteres Video verpasst. Schaut in die Beschreibung. Da ist verlinkt. Wurde gewonnen. Und in dem Sinne, haut drin. Bis dann und ciao. Leute.